Herzlich willkommen hier auf dem Channel Flo, der YouTuber. Wie ihr schon gesehen habt, es soll heute um die Pampers Babydry Größe 8 gehen. Ich werde sagen, ach, wir gehen erstmal die alten Eckdaten durch, bevor wir dann zur neuen kommen. Also hier haben wir die alte und hier haben wir ja die neue. Und da werden wir einfach mal die alten Eckdaten jetzt nochmal durchgehen. Bei der alten ist es tatsächlich so, da haben wir auch Größe 8 ab 17 Kilo auf der Packung stehen gehabt. Da waren aber damals nur 20 Stück drin für 7,55 Euro. Da war es vom Umfang so, dass der normale Umfang, wo der Stretch quasi nicht überdehnt ist, aber schon, also ich sag mal, er ist gedehnt, aber nicht jetzt überdehnt. Das heißt, wir sind da bei 64 cm und bei maximaler Dehnung sind wir bei 95 cm. Das Saugvolumen hat sich auch tatsächlich ein bisschen geändert. Wir haben damals gehabt zwischen 400 und 750 ml, obwohl 750 ml schon klitschnass war und 400 ml eher noch trocken oder einigermaßen nass sich angefühlt hat. Ja, damals gab es auch zwei unterschiedliche Motive in der Verpackung. Das hat sich auch geändert. Aber wie weit es sich geändert hat und was es für Motive gibt, da gehen wir jetzt drauf ein. Und zwar bei der Pampers Babydry Größe 8, bei der 9, haben wir tatsächlich auch wieder ab 17 Kilo und wir haben diesmal 21 Stück drin. Natürlich sind die 21 Stück auch ein bisschen teurer geworden und zwar wir zahlen jetzt 7,95 Euro für 21 Stück. Ja, vom Umfang her hat sich auch ein bisschen was getan. Der normale Umfang, wo quasi, ich sag mal, wie gesagt, wie ich vorhin schon gesagt habe, der Stretch nicht überdehnt ist, sondern aber nur gedehnt ist, sind wir bei 67 cm, also 3 cm mehr als bei der alten. Ja, und der maximale Umfang, ja, liegt immer noch bei 95, hat sich tatsächlich nichts geändert. Wir hatten bei der alten ja einen maximalen, also ein, ich sag mal, bis sie nass geworden ist, von 400 ml Saugvolumen. Bei der neuen sind wir tatsächlich ein bisschen weiter, da haben wir 500 bis 550 ml, obwohl bei 550 ml echt schon so gut wie Feierabend ist. Aber bei 500 ml merkt man erst die Nässe. Ja, von den Motiven her hat sich auch was geändert. Wie ich schon gesagt habe, damals waren es ja zwei Motive in einer Packung. Das gibt es jetzt mittlerweile nicht mehr. Und das ist auch der Grund, warum das Video so spät kommt. Denn ich hatte immer nur das erste Motiv und das war die Affen. Beim Affe ist es so, er schaut uns vorne auf der Windel an und auf der Rückseite dreht er uns den Rücken zu. Das zweite Motiv habe ich erst vor kurzem bekommen und das ist, oder in der Packung gesehen, das ist der Löwe, der wo uns quasi auch auf der Vorderseite anguckt mit einem Baum neben sich. Und auf der Rückseite guckt er uns quasi, dreht uns auch den Rücken zu. Ja, was hat sich sonst designtechnisch verändert? Ja, die Größenangabe ist anders geworden. Bei der alten Pampers Babydry Größe 8 hat man es echt schwer gesehen. Bei der neuen sieht man es definitiv, weil es einfach vorne in der Mitte einen Kreis gibt, wo die Größe drin steht. Aber was hat sich jetzt außer des Motives und der Saugleistung noch verändert? Ja, ein bisschen die Maße der Windel. Ich habe mir da die Mühe gemacht und habe für euch die Maße einmal ausgerechnet bzw. ausgemessen, denn ich hatte tatsächlich noch alte Pampers Babydry Größe 8 Produkte hier rumliegen. Wir waren bei der alten. Und zwar bei der alten waren wir von hier bis hier bei 34 cm. Bei der neuen sind wir hier tatsächlich um 2 cm größer geworden. Das heißt, wir haben bei der neuen 36 cm. Von der Länge her sind wir nicht länger geworden. Die liegt immer noch bei 59 cm. Und vorne sind wir nicht größer geworden. Und zwar gemessen die Flügel weg, weil auf der Flügel haben wir definitiv die, ja, die Klettverschlüsse nicht zu suchen. Das heißt quasi nur von Kante zu Kante gemessen. Das, was quasi auch von der Windel dann ersichtlich ist. Die Flügel sind ja normalerweise nicht ersichtlich. So, da haben wir dann 23 cm. Bei der neuen Pampers Babydry, Thema Flügel, hat sich was verändert. Und zwar, sie sind etwas größer geworden, wie man vielleicht unschwer erkennen kann. Also, ich kann euch das ja mal vergleichen. Wir legen mal die alte Windel auf die neue Windel. So, und jetzt seht ihr, ich glaube, man sieht es, dass da definitiv ein kleiner Unterschied herrscht. Und das macht es natürlich auch aus für die Leute, wo die Windel auf den Flügeln die Klettverschlüsse zumachen, was halt wie gesagt nicht empfehlenswert ist, weil da die Windel nicht vernünftig hält. Da ist es tatsächlich so, die Flügel sind auch etwas länger geworden, was ich ganz gut finde, weil dann ist halt wirklich, ich sag mal, die Chance geringer, dass der Stretch irgendwo reinschneidet. So, jetzt aber noch kurz zu mir.
Denn ich trage ja diese Pampers Babydoll Größe 8, wie ihr gesehen habt, oder wie ihr wisst, eigentlich nur als Windel, falls ich keine Stoffwindeln trage oder auch hauptsächlich in der Arbeit. Und genau das ist der Fun Fact dahinter. Ich muss nämlich tatsächlich sagen, die neue sitzt definitiv anders, obwohl die Maße von der Länge her gleich sind. Also irgendwas muss sich da noch verändert haben, aber da bin ich überhaupt noch nicht dahinter gekommen. Sie sitzt mir hinten definitiv ein Stück höher, obwohl die Maße wie gesagt gleich sind. Aber wie lang kann ich jetzt die Pampers Babydoll noch tragen? Naja, ich habe einen Umfang von 78 cm aktuell und bis 95 geht sie. Das heißt, ihr könnt euch jetzt überlegen, also eigentlich, ja, ich sag mal so wie es ist, ich brauche den Stretch so gut wie nicht über denen, um sie mir anzupassen, also beziehungsweise, dass sie mir noch passt. Das heißt, ich habe bei, sagen wir mal, 80 cm definitiv noch 15 cm nach oben. Weil ich schwank immer so zwischen 78 und 80 cm. Deswegen, sagen wir mal, 80 sind es immer noch 15 cm, bis mir die Pampers Babydoll Größe 8 nicht mehr passt. Und damit bin ich raus. Hier habt ihr noch die anderen zwei Kanäle, den Stoffwindel-Lolo-Kanal, den Reborn-Papa-Kanal. Hier habt ihr noch das alte Pampers Babydoll Größe 8 Video. Und hier habt ihr tatsächlich noch ein Video, ist auch ein älteres Video, soll auch demnächst neues kommen, von einer Alternative, falls ich mal keine Pampers Babydoll Größe 8 im Laden bekommen würde. Damit bin ich raus. Ciao, euer Flo, der YouTuber. Bis die Tage.